Hello! Das hält nicht. Das hält nicht. One second. Also, was wir heute machen ist. Erstens einen kleinen Haul von Dingen, die ich gekauft habe für Weihnachtsgeschenke und Stuff, den ich vorhab zu machen. Zweitens die Weihnachtsgeschenke machen. Ne? Weil das ist jetzt auch knapp. Ich habe heute nämlich, glaube ich, nur noch frei. Ich weiß nicht, ob ich noch... Naja, auf jeden Fall habe ich heute noch Zeit dafür. Und deswegen muss ich das heute noch machen. Drittens muss ich heute noch Sachen fertig nähen für einen Freund, damit er seine Sachen im Online-Shop hochgeladen werden können. Deswegen viel zu tun. Wir haben schon 20 vor 5. Es wird wahrscheinlich wieder spät werden. Let's go mit Sachen, die ich gekauft habe. Ich habe mir nämlich ganz lange keine Dinge mehr gekauft, weil ich sparen muss, weil ich ja bald umziehe und so. Aber ich glaube, es wurde jetzt mal Zeit einfach für mein mentales Dasein. Also, first thing that I bought. Ich brauchte nämlich unbedingt... Ich habe meinen Zeh gestoßen. ...die ich gekauft habe. Ist sau cool. Und zwar ist das hier. Das ist so, sagen wir mal, Garn, recyceltes von T-Shirts oder Jersey. Und daraus kann man so Dinge häkeln. Dazu habe ich mir diese gute, Häkelnadel, 10 mm Häkelnadel gekauft. Und will nämlich hieraus so eine Tasche häkeln, weil meine beste Freundin das unbedingt die ganze Zeit schon machen wollte für sich, weil sie so eine Tasche haben wollte. Und dachte ich, ich machte ihr das jetzt zu Weihnachten. Mich selber schlapp. Ich habe diese Kerzen hier gekauft, weil ich auf Instagram diesen Trend gesehen habe mit diesen Kerzen verbiegen. Dass man die, wenn man die irgendwie ins heiße Wasser legt oder so, dass man die dann so drehen kann und so. Das probieren wir heute mal. Ganz kurz, wie cute sind diese Farben, die ich gefunden habe. Ich glaube, dass ganz wichtig ist bei diesen Kerzen, dass man welche aus fast nur Bienenwachs nimmt, weil die dann wahrscheinlich besser biegsam sind. Also die haben 50 Cent gekostet, wahrscheinlich wird es nicht so gut funktionieren. Dann habe ich noch Wolle gekauft, die so, so, so cute ist. Entweder stricke ich mir daraus einen Schal, ich glaube darauf wird es hinauslaufen, oder ich stricke halt echt meiner besten Freundin oder meiner Mama diesen Schal, weil die werden, also meine beste Freundin wird lieben. Aber ich liebe das auch. Vielleicht muss ich mir daraus auch selber einen Schal stricken oder so. Das zweite, was ich gekauft habe, das letzte, was ich gekauft habe, ist Schmuck. Und zwar brauchte ich mal so ein bisschen Glitzer. Bisschen Glitzersachen, bisschen was für mich, weil ich mir lange nichts mehr gekauft habe und ich habe viel gearbeitet und ich habe viel geschafft in letzter Zeit und ich wollte mal so als Dank an mich quasi diesen mir mal wieder was Schönes kaufen, ne? Muss ja auch mal sein. Okay, das erste, was ich gekauft habe, ist diese, diese Kette. Mit diesen cuten Herzchen, guck mal. Ja, dieses Armband hier auf jeden Fall. Habt ihr auch gesehen, wie mein Selbstbräuner hier im Arsch, wie ich das verkackt habe? Ne? Hier mein Selbstbräuner. Naja, und die ist sehr cute. Und das zweite, was ich mir gekauft habe, ich habe es extra angezogen, um es euch zu präsentieren. Das zweite, was ich mir gekauft habe, ist halt einfach nur so eine schlichte silberne Kette. Weil ich trage eigentlich immer Ketten, aber in letzter Zeit habe ich irgendwie keine gehabt, die so zu allem passt und die irgendwie schön ist. Und here we go, jetzt habe ich eine. Und diese Ohrringe. Wie cute sind die? Ich glaube mit den Kerzen. Ich glaube, wir fangen mit den Kerzen an. Okay, ich bin soweit. Wir brauchen eine Schale mit dampfendem, aber nicht zu heißem Wasser, wie ich es verstanden habe. Dann etwas
als Unterlage für die Kerzen. Und ich habe was angezogen, weil mir ein bisschen kalt war. Am besten irgendwas zum Rollen. Einfach mal in eine leere Flasche oder so. Und soll die Kerzen dann 10 Minuten einlegen. Ich beginne einfach mal. Ich hoffe, dass die sich nicht auflösen. Weil das sind billige, die meinten, man soll ein bisschen hochwertigere nehmen. Okay, meine Lieben. Was passiert hier? Oh, die sind schon weich oder was? Oder was? Die kleben zusammen! Oh mein Gott, das ist genial! Ach so Scheiße. Die sind einfach, die lösen sich einfach auf. In der Zwischenzeit kann ich euch ja schon mal so ein bisschen zeigen, wie wir hier mit dem Umzug vorankommen, weil mein Mitbewohner ist jetzt ausgezogen. Der hat aber noch so ein paar Sachen in der Wohnung. Und so sieht sein Zimmer jetzt aus, momentan. Das Licht wird gleich heller. Das ist von Amelie. Das neue Sofa, das steht hier schon drin. Ja, das Zimmer ist halt jetzt so richtig. Mein Kleiderschrank habe ich erweitert. Schon mal so ein paar Dinge von mir zusammengesammelt, die ich jetzt gerade nicht brauche. Mein Zimmer ist noch relativ normal. Ja. Ach, guck mal, wie cute das ist. Das ist so ein Schlafsofa. Das kann man auch so ausklappen. So. Ja, das war's. Ja. Es dauert jetzt nicht mehr so lange, bis ich hier weg bin. Das ist strange. Aber so, ich bin ein bisschen, was jetzt den Umzug angeht, so ein bisschen am Zweifeln, obwohl ich weiß, dass es gut ist und so und dass es nice wird. Aber ich habe auch gerade wen kennengelernt jetzt noch hier. Natürlich jetzt wen kennengelernt, kurz bevor ich aus meiner Stadt wegziehe. Jetzt wen hier kennengelernt, ey. Ganz ehrlich, die Welt will mich auch verarschen, glaube ich, manchmal. Ja, ist mega toll. Was weiß ich? Was weiß ich eigentlich? Naja, okay. Ich probiere jetzt mal aus, hier diese Kerze zu... Natürlich ist es auch dumm, dass ich hier diese... Ich versuche die jetzt mal zu biegen. So. Jetzt. Oh mein Gott, das sieht so scheiße aus. Leute, ich glaube, das geht. Und jetzt drehen. Als ob das jetzt funktioniert. Witzig. Wie cool! Oh mein Gott. Das hat einfach funktioniert. Es hat einfach funktioniert. Wie cool das aussieht. Krank. Geil. Okay, nächste Kerze. Okay, damit ihr mal kurz seht, wie das hier aussieht. Das ist hier so ein bisschen, das ist ein bisschen doof, dass sich der Rand hier so aufgelöst hat. Kann man da mal... Knapp vorbei ist auch daneben. Wenn ihr eben möchtet, könnt ihr noch einen Anhänger am Ende dran machen. Wie cute! Das ist natürlich nach Boden. Und steht das Ganze dann. Das ist so cute. Oh mein Gott, ich freue mich. Okay, Leute, ich guck mir das kurz an und dann fange ich an. Und ich kann mit dem Häkeln beginnen. Stopp. Stopp. Für den Taschenboden schlage ich 120. Boah, das ist so gut. Krass. Vielleicht mal vorher machen sollen. Wenn man alles gleichzeitig machen muss. Okay. Ganz normale. Ich hoffe, ich kriege das hin, Leute. Eins. Zwei.
28, 29, 10, 9, 10, 27, 28, 28, ne? Ist nicht ein bisschen groß für einen Taschenboden? 20. Okay, ich mache jetzt erstmal mit der Kerze weiter. Das ist so schwer. Das war jetzt einfach alles umsonst. Das ist einfach gebrochen. Eine haben wir hinbekommen. Das reicht ja eigentlich auch, oder? So weit bin ich schon. Aber ich weiß nicht, ob das richtig ist. Okay, ich habe mühsam diese Reihe hier geschafft. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ist aber auch scheißegal, man sieht es glaube ich nicht, ne? Ich krieg gleich kurz Besuch von einem Freund von mir, von Coco. Hat übrigens auch einen YouTube-Kanal, kennt den auf jeden Fall. Ich kann mal kurz da vorbeischauen und mal ein Abo da lassen, ne? Er sagt bestimmt kurz Hallo. Das ist schon witzig. Okay, ich gucke jetzt weiter, wie es hier gehen soll. Ich glaube, ich habe das mit den Kerzen aufgegeben. Ich versuche es aber gleich nochmal weiter. Ach, okay. Ach, so ein bisschen auch gut Glück, ne? So. Ja, guck mal. Sieht doch gut aus. Sweet. So, ich bin, ich habe ein neues T-Shirt an. Special T-Shirt just for me, Coco. So nice, guck mal, der Schnitt. Das mit der Kerzensache, das habe ich jetzt aufgegeben. Ich bin happy, dass ich eine geschafft habe. Matched. Aber, schaut mal, wie gut voran ich gekommen bin. Mit diesem Teil. Ist nicht so ultra ordentlich. Aber es funktioniert. Ich bin schon ein bisschen stolz. Mal gucken, wie weit ich es heute schaffe. Boah, wenn ich es heute schaffe, fertig kriegen würde, wäre krass. Okay, meine Lieben. Also das habe ich aufgegeben. Dafür mache ich, glaube ich, von anders nochmal weiter und versuche nochmal. Oh, sorry, ist nicht scharf. Versuche das nochmal. Ich habe die Tasche jetzt soweit schon fertig. Es geht irgendwie schneller, als ich dachte. Ich mache jetzt hier noch so ein... Also so, dass man es hier so überklappen kann und dann so zwei lange Bänder dran, damit man es unter dem Arm tragen kann. Das ist so cute. Ich mache mir auf jeden Fall auch einen noch. Und ich mache, glaube ich, auch noch da so irgendwelche Anhänger oder so dran. Ich hoffe, die freut sich. Die ist nicht so groß. Guck mal, aus meiner Hand. Aber ich glaube, es ist cute. Leute, die ist so cute geworden. Guck mal. Da fehlt jetzt noch der Knopf. Ich werde mir auf jeden Fall auch noch so eine machen. Ich habe hier noch so Perlen drin gemacht und hier so ein Ding aus Wolle mit so Perlen mit einem K. Ja. Ich finde die sehr cute. Und das ist ein so gutes Weihnachtsgeschenk. Ich bin so happy. Wow. Wow. Ja, ich hatte gestern eine Freundin bei mir, weil wir mal wieder so richtig was trinken wollen. So richtig uns einen reinstellen wollen. Hat geklappt, obviously, sonst will ich hier nicht so liegen. Und wir haben Bierpong gespielt. Und, oh mein Gott, ey, ich könnte mich tot lachen. Ich bin auf jeden Fall irgendwann einfach pennen gegangen, weil ich nicht mehr konnte. Ich bin einfach schlafen gegangen. Ich kann mich nicht daran erinnern, wie sie gegangen ist. Ich lache mich wirklich schlapp. Ich habe heute einen Dreh, einen wichtigen, und ich habe gesoffen. Aber ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm, ich schaffe das auch so. Wir haben jetzt 12 Uhr, ich bin gerade aufgewacht. Ja,
ich muss mich mal irgendwie back ins Life bekommen jetzt. Ich will nicht wissen, wie die Küche aussieht. Wir haben, wie gesagt, Bierpong gespielt und das ist auch öfter mal Becher gefallen. Ja, so ist es leider gewesen. Ich schaff's jetzt. Ich schaff das jetzt. Ich glaube, ich jetzt duschen oder so und frühstücke. Und ja, dann muss ich wahrscheinlich auch schon los, wa? Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Wir machen jetzt hier in diesem kleinen süßen Raum machen wir jetzt Make-up. Macht was. Macht was. Jetzt genau machen. Ich will nicht den Kopf schlucken. Ja, aber guck mal. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Oh, das schon. Ich bin im Bett, hab gefrühstückt gerade im Bett. Und mache jetzt Papierkram und Weihnachtsgeschenke fertig. Nicht so richtig spannend. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Ich hab alle meine Scheiße in diesem fetten Ordner jetzt drin. Geordnet. Bin so happy. Ich habe euch noch gar nicht meinen kleinen Weihnachtsbaum gezeigt. mit meinem DIY-Schmuck. Ich habe mal irgendwann diese Ringe aus Fimo gemacht und die habe ich da überall dran gehangen. Dann noch so ein Band, was ich hatte, dran geknotet und so Wollfäden, so voll cute, dran gehangen. Steht auf meinem Kühlschrank. So cute, oh mein Gott, ich liebe den. Dann eine Kerze noch gemacht, eine weitere Kerze. Oh, falsch rum. Eigentlich ganz cool. Ich mache die anderen auch, glaube ich, heute noch. Ja. Das war's. Ich packe gerade das erste Mal so richtig meine Sachen zusammen. Weil es jetzt nur noch 10 Tage oder so sind bis zum Umzug. Die Pläne haben sich noch ein bisschen geändert wegen des Lockdowns. Und zwar sieht es jetzt so aus, dass ich am 1. Januar 2021 alle meine Sachen nach Berlin bringe, in einem Transporter, mein Papa und mein Bruder. Und dann aber erst am 15. hinziehe. Also ich fahre dann wieder zurück und bleibe bei meinen Eltern so lange oder so. Weil wir einfach nicht wissen, wie lange das mit dem Lockdown noch so sein wird und so. Und deswegen hat sich das alles, wie gesagt, ein bisschen verändert. Ich habe jetzt aber schon mal ein paar Sachen, also generell ganz viele Sachen und Klamotten aussortiert und verkauft. Also geht gerne mal auf meinem Kaya Sales Account vorbei und kauft Sachen. Ja, und keine Ahnung, ich habe jetzt schon mal so Sachen, die ich auf jeden Fall mitnehmen werde, eingepackt, die ich jetzt nicht so unbedingt oft anziehe. Und Jacken und so, die ich jetzt nicht brauche. Und ja, ich wollte jetzt einfach so ein bisschen so einen. Boah, Junge. Ich wollte jetzt mal so ein kleines Zeitraffer-Video machen. Ja, mehr hatte ich auch nicht zu sagen. So, weiter geht's. Ich muss jetzt mal hier oben in dem Regal sind ganz viele Gewürze, so Sachen, die man so, ja, sagen wir mal Gewürze. Aber auch so ein paar andere Sachen, die einfach so, die man da so reinstellt. Und ich muss das jetzt mal aussortieren, weil ich kann ja nicht in eine WG kommen, die alles schon haben.
und dann einen ganzen Schrank voller Gewürze mitbringen. Deswegen sortieren wir das Ganze mal aus. Und jetzt, wie es nachher aussieht. Ja, so ist besser. Diese Kästen sind so super. Die sind, glaube ich, von Hey, wenn ich mich nicht täusche. Ich weiß es gerade nicht. Aber ja, so kann ich das, glaube ich, für den Umzug am besten transportieren. Und das ist alles, was jetzt noch so über ist, was man nicht wegschmeißen kann oder sollte. Ja, das war's. Perfekt. Bin happy. Guten Abend. Das ist das Ende des Videos und ich habe natürlich vergessen, irgendein Outro oder irgendwas in der Art zu drehen, deswegen here we go. Mich auf jeden Fall bedanken dafür, dass ihr das Video geschaut habt und ich hatte vergessen, etwas zu erklären, glaube ich, deswegen mache ich das jetzt einmal ganz kurz. Ich weiß nicht, ob ich es richtig erklärt hatte in irgendeinem Video bis jetzt, aber ich ziehe auf jeden Fall nach Berlin am 1.1.2021. Und deswegen bin ich jetzt gerade in so einer Umzugsphase, die ich gerne festhalten würde. Deswegen kommen jetzt wahrscheinlich auch noch zwei andere Umzugsvideos, die halt auf dieses Video folgen. Es ist ein bisschen zusammengewürfelt und hektisch. Ich hoffe, man versteht trotzdem, was vorgeht und was ich mache. Mir hat das auf jeden Fall viel Spaß gemacht, das Video zu drehen. Und das wird auf jeden Fall auch noch lustig werden in den nächsten Teilen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wenn ja, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch. Also dem Video, nicht mir. und folgt meinem Kanal, das wäre ganz lieb und toll. Ich würde mich sehr freuen. Wenn nicht, dann verstehe ich das natürlich auch. Das ist kein Problem. Naja, auf jeden Fall hoffe ich, es hat euch gefallen und ihr habt es irgendwie enjoyed zu schauen. Und ja, das ist, glaube ich, das Ende jetzt. Ich habe auch genug geredet. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr habt eine schöne Weihnachtszeit gehabt. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ich habe euch alle ganz lieb. Danke fürs Schauen und bis bald.